Nee, das geht natürlich nicht. Ja, das ist echt Pech. Ja. Nee, aber zurück zum Eigentlichen. Also wie gesagt, ich bin, da ich offenbar so gut wie keine Hilfe erhalten habe, obwohl ich darum gebeten habe, das macht mich echt traurig und deswegen bin ich enttäuscht. Und zusätzlich bin ich dann noch wütend, weil ich meine YouTube-Partnerschaft verloren habe. Und auch traurig, weil ganz ehrlich, ich hatte diese YouTube-Partnerschaft schon von Anfang an. Seit dem ersten oder zweiten Video, je nachdem, ob man für die YouTube-Partnerschaft ein Video auf dem Kanal brauchte oder nicht. Das echt doof, dass sie das quasi so gemacht haben, dass die auch ihre Partnerschaft verlieren, die schon seit Jahren haben. Ja, ich finde es auch doof, wie sie es gemacht haben. Sie haben das Recht dazu, ist völlig legitim. Ich finde es auch okay, dass sie da die Grenze für YouTube-Partnerschaften hochgesetzt haben. Finde ich völlig in Ordnung. Hätte mich auch nie gestört, wenn ich sie nie bekommen hätte. Dann hätte ich halt darauf hingearbeitet und hätte mich Ja. gefreut. Aber dass sie mir jetzt weggenommen wird, nach über 5 Jahren, das sind ja jetzt schon 5,5 Jahre bald, oder sind es vielleicht sogar schon, dass sie mir jetzt weggenommen wird, das tut echt weh. Das glaube ich. Das ist Das ist wie, das auch so ein ist. asozialer Move irgendwie. Das Ja, ist. ich meine, ich kann es auch verstehen, wenn irgendwelche Kanäle da sind, die vielleicht einmal im Monat ein Video hochladen oder inaktiv sind, Ja, dass da die gut. Partnerschaft weggelegt wird. Ja, gut, Aber das kann ich ja auch mein verstehen. Kanal ist ein völlig aktiver Kanal. Ich bin mehrmals täglich online. Ich lade 3 bis 4 Videos am Tag hoch. Und das seit 5,5 Jahren ohne Pause. Es gab nicht einen Tag in diesen 5,5 Jahren, an dem nicht ein Video rauskam. Ich behaupte, ich bin aktiver als die meisten, ich sage bewusst, als die meisten Kanäle, die zwischen 1.000 und 10.000 Abonnenten haben. Und ich bin be bestimmt auch aktiver als vielleicht die Hälfte oder auch vielleicht auch nur ein Drittel der Kanäle, die bis zu 100.000 Abonnenten haben. Und dann, wie gesagt, ich hätte verstanden, wenn sie inaktive Kanälen oder Kanälen mit von mir aus auch weniger als 100 Abonnenten oder die neu sind, die Partnerschaft weggemacht hätten. Ja. Aber dass sie meinem Kanal, ich bin vollkommen Vielleicht aktiv. wirklich bei denen, die innerhalb des letzten Jahres kein Video rausgebracht haben oder Ja, oder sowas. von mir ist auch des letzten halben Jahres oder des letzten Quartals, das wäre auch in Ordnung. Aber das tut echt weh. Das ist echt ein richtiger Schlag ins Gesicht. So als würde YouTube, die Plattform an sich, sagen, hey, was willst du, kleiner Spast hier? Du hast hier nichts verloren, du kannst nichts, du bist nichts wert. Hau ab, hör auf, du bist ein Versager, lass es sein. Stell dir vor, du hättest Brüste, dann hättest du jetzt schon deine 1000 Abonnenten. Wenn ich tatsächlich eine Frau wäre, würde das meinen Charakter natürlich, vermute ich zumindest, ja, vermutlich schon, aber ich hoffe natürlich nicht verändern und ich würde meine Brüste nie zur Schau geben. Außerdem habe ich mich ja noch nie gezeigt. Ja, aber selbst wenn einfach nur eine weibliche Stimme, würde wahrscheinlich schon ausreichen, dass hier mehr Leute zugucken. Das ist traurig, aber wahr. Ja, da hast du leider recht. Selbst Wir, wenn das du wirkt bei ohne mir Aufnahme tatsächlich auch. sprechen, also ohne Tonaufnahme quasi, also ohne Sprach, selbst dann würde wahrscheinlich allein schon, naja. Ja, wirkt bei mir auch. Ich habe auch Frauenstimmen, habe ich tatsächlich lieber, vor allem wenn sie weiblich klingen, habe ich viel lieber als männliche Stimmen. Wobei es auf die Situation ankommt. Es gibt Situationen, wo ich männliche Stimmen lieber habe. Aber generell habe ich weibliche Stimmen lieber. Nee, aber wie gesagt, es tut echt weh und es ist echt ein harter Schlag und ich wollte echt mein Bestes dagegen tun. Konnte ich nicht, weil ich mein Bestes auf zwei beziehungsweise drei verschiedene Sachen aufteilen musste, denn ich habe ja auch noch Arbeit und Privatleben auch noch. Wenn jetzt die Klausur nicht gewesen, hätte ich sogar überlegt, mir eine Woche Urlaub zu nehmen und hätte dann alles daran gesetzt, die 1000 Abonnenten zu kriegen. Mit meinen richtigen Methoden natürlich. Aber ich kann mir von Klausuren keinen Urlaub nehmen, das hätte eh keinen Sinn gemacht. Theoretisch einfach ein Programm schreiben, was YouTube-Accounts erstellt und die dann das abonnieren. Ja, Das wäre. ich habe tatsächlich überlegt, ob ich es machen soll. Ob ich mir am 19. oder am 18. tatsächlich mal für 2, 3 Stunden oder einen Abend hinhocke, ich hätte noch 150 Abos oder so gebraucht, mir 50 oder ja 50 Internet- oder E-Mail-Adressen oder so erstelle
mit jeder E-Mail-Adresse 3 YouTube-Accounts mache, die irgendwie, was weiß ich, irgendwie Babos heißen oder sowas. Und mich mit denen allen abonniere. Aber ganz ehrlich, das wäre das gleiche gewesen wie Sub for Sub. Ja. Und das war es mir nicht wert, nein. Bevor ich so etwas Fieses, Asoziales und Hinfältiges mache, da lasse ich mir lieber ins Gesicht schlagen. Und beleidigen. Aufs Äußerste. Krasser Shit. Ja. Ist auch. Krasser Shit. Tja. Ich glaube, wenn der Kanal hier einfach ein paar Mal öfter so als vorgeschlagenes Video kommen würde, dann würde das schon ganz anders aussehen. Ich hab garantiert schon über 100 Kommentare auf meinem Kanal verteilt von Leuten, ich weiß nicht, ob es immer dasselbe ist, aber mindestens von 50 verschiedenen Personen, das würde ich fast schon garantieren, die alle geschrieben haben, wow, super Kanal, sie können nicht verstehen, warum ich so wenig Abonnenten habe, ich bin qualitativ hochwertig und super Video, tolle Stimme, ich bin unterhaltsam, ich hätte mindestens 1000 Abonnenten verdient, wenn nicht sogar 10.000, haben einige geschrieben. Es war sogar einer drin, der meinte, ich hätte mindestens viel verdient wie Gronkh. Oder ich hab's geträumt, das weiß ich nicht. Kann auch sein. ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte in der Nacht vom 19. auf 20. hatte ich tatsächlich Albträume, wie dass mir mein YouTube-Partner-Status genommen wird. Davon hatte ich echt Albträume und habe unglaublich schlecht geschlafen. Es war nur, ich glaube, 6 Stunden. Und was bringt diese YouTube-Partnerschaft denn? Ursprünglich dachte ich, es wäre in erster Linie die Monetarisierung, natürlich. Dann noch Infokarten. Dann hatte ich, glaube ich, mal gelesen, Streams. Aber das haben sie anscheinend geändert, dass sie jetzt allgemeingültig sind. Und dann noch ein paar andere kleinere Funktionen. Ich glaube, insgesamt waren es so 5, 6 Funktionen. Ich wurde allerdings darauf hingewiesen, im Let's Play Forum, dass es diese 6 Funktionen sind, dass diese 6 Funktionen allerdings alle mit Monetarisierung zu tun haben. Man kann ja auch Infokarten als Werbefinanzierung nutzen und dass die Monetarisierungsoptionen in diesen Funktionen deaktiviert wurden. Die Optionen an sich sind noch alle da. Kann ich jetzt nicht bestätigen, wie gesagt, ich war noch nicht in YouTube online. Ich werde es herausfinden und kann euch dann in der nächsten Aufnahme mehr sagen. Ob mir jetzt die Funktionen tatsächlich gestrichen wurden oder ob es nur die Monetarisierungsfunktionen sind. Trotzdem tut es unglaublich weh, denn die Monetarisierungsfunktion, auch wenn ich nicht davon abhänge, ich habe meine Arbeit, ich verdiene, gut, das sage ich jetzt nicht, da wäre mancher neidisch. Du verdienst Geld. Ich verdiene die Geld und nicht schlecht und das für nur 20 Stunden pro Woche. Ja. Also mein Nettoverdienst liegt über 1000 Euro für 20 Stunden. Du wolltest nichts sagen dazu. Ich muss doch ein paar Leute neidisch machen. Und wie gesagt, ich brauch's nicht, aber ich hab's gern gemacht. Und wenn ich dann doch mal alle 2 Jahre oder sowas, wie gesagt, es ist jetzt 3-mal vorgekommen, dass ich diese 70-Euro-Grenze überschritten habe, wenn ich dann doch mal alle 2 Jahre oder so Geld von YouTube bekomme, dann freue ich mich auch. Naja. Und ich habe sie halt täglich genutzt, die Monetarisierungsfunktion. Kann ich jetzt nicht mehr. Auch wenn ich nicht davon abhänge. Und wenn das auch tatsächlich der Hauptgrund war. Denn der Hauptgrund war tatsächlich einfach nur, ich wollte sie behalten. Nicht, weil ich irgendwelche Funktionen benutzen möchte, sondern einfach nur, weil ich sie behalten wollte. Es ist mein Status. Es ist eine Partnerschaft, die gehört zu mir, die gehört zu diesem Kanal. Sie war von Anfang an dabei. Und die wurde mir jetzt genommen. Das Ganze wegen 160 Abonnenten, die fehlen. Nicht mal. Aber gut, ich weiß nicht, vielleicht haben mich wieder ein paar deabonniert. Keine Ahnung. Kann auch sein. Ich weiß nicht, vielleicht ist irgendein Wunder geschehen und irgendeiner mit 10.000 Abonnenten hat gesagt, okay, es ist der 19., er hat es noch nicht geschafft, komm, ich sage schnell Bescheid. Und dann haben mich doch noch ein paar abonniert und ich habe jetzt plötzlich 1.100. Dann hätte ich doch noch meine YouTube-Partnerschaft. Keine Ahnung, ich glaube es nicht, aber ich finde es trotzdem heftig. Also hier steht leider nur 840. Dann hat mich seit 19. tatsächlich sogar wieder einer deabonniert.
Tja. kannst doch irgendwo gucken, wer dich alles abonniert hat oder nicht. Nein, ich kann gucken, wie viele mich abonniert oder deabonniert haben, aber wer mich abonniert oder deabonniert hat, kann ich nur nachsehen bei denen, die ihre Abos öffentlich haben. Ach so, okay. Ich zum Beispiel habe meine Abos nicht öffentlich, ich werde nirgends angezeigt. Okay. Niemand weiß, wen ich abonniert habe, niemand weiß, dass ich ihn abonniert habe. Ja. Denn, bei Kanälen, die hauptsächlich Zuschauer sind, finde ich das okay. Da kann man schauen, okay, der schaut, der ist immer sympathisch, was schaut er sonst noch? Der hat eh nicht Interessen. Aber, ich bin hauptsächlich ein Produzent mit meinem Kanal. Ich schaue zwar auch Videos, bin auch Consumer, aber mein Kanal an sich, das öffentlich, was man sieht, das ist hauptsächlich Produzent. Und da gehören das, was ich konsumiere, finde ich, nicht dazu. Das stimmt. Kann sein, dass andere dass ihr andere Meinung habt oder dass manche von euch eine andere Meinung habt, aber das ist zumindest meine Meinung und wird sich auch so schnell nicht ändern. Wobei das aber auch eine Möglichkeit gewesen wäre, dass Leute sehen, okay, der hat mich abonniert, ja, vielleicht schaue ich mal drauf, was der so hat. Aber naja. Egal. Es ist trotzdem bitter, es ist scheiße und ich habe mir sogar überlegt, ich war am 19., nachdem ich aufgewacht war und diese Albträume hatte, ich muss auch kurz sagen, ich habe heute Nacht, habe ich nur etwa 2 Stunden geschlafen. Ich habe nämlich in der Uni übernachten müssen, weil ich meine Klausur heute um 8 Uhr in der Früh gewesen wäre. Und mit dem Zug, mit dem allerersten Zug in der Früh, wäre ich um 7.36 Uhr gerade mal an der U-Bahn-Station angekommen und hätte noch schnell rüber müssen ins Gebäude. Das heißt, ich wäre etwa 10 Minuten vor Klausurbeginn angekommen, wenn die Bahn pünktlich gewesen wäre, worauf ich mich nicht verlassen wollte. Also habe ich in der Uni übernachtet. Ich glaube, ich habe erst eine Stunde auf dem Tisch geschlafen. Dann habe ich eine Stunde auf dem Stuhl geschlafen, mit dem Gesicht auf dem Tisch. Dann habe ich nochmal eine Stunde auf dem Tisch geschlafen. Und dann nochmal eine halbe Stunde mit dem Gesicht auf dem Tisch, auf dem Stuhl sitzend. Und dann konnte ich nicht mehr schlafen. Dann war es 6 Uhr in der Früh. Ich bin jetzt um 2 Uhr in der Früh ins Bett. Ich wollte eigentlich die Nacht durchlernen. Oh Mann, das klingt echt heftig. Das klingt auch echt heftig. Und wie gesagt, ich hatte gestern Albträume davon, was alles passiert mit meinem Kanal, dass ich plötzlich keine 20-Minuten-Videos mehr machen könnte. Ich habe im Traum sogar tatsächlich habe ich mein LOL-Let's Play beendet, weil das einfach diese 10-Minuten-Videos, die ich nur noch maximal machen kann, hätten mein LOL-Let's Play würden das einfach zerstören. Also kannst du jetzt wegen der YouTube-Partnerschaft, wenn die weg ist, echt keine 20-Minuten-Videos mehr machen? Doch, doch, kann ich schon noch. Ich hab es nur geträumt. Ach so. Ja. Ich dachte schon. Und im Traum konnte Wollt ich halt nur noch. Ja, im Traum konnte ich nur noch 10-Minuten-Videos machen. Meine LOL-Videos sind mindestens 20 Minuten lang. Also, was heißt mindestens? Ist im Schnitt 30 bis 40 Minuten lang. Das wären 3 bis 4 Videos pro Folge. Das hätte es einfach kaputt gemacht. Und ich habe es dann einfach beendet in einem letzten Video. Und mein Minecraft-Let's Play habe ich auch beendet, weil ich einfach keinen Bock mehr drauf hatte. Auf den Blödsinn, dass jede Minecraft-Folge nur noch 10 Minuten lang ist. Da hätte ich nur noch eine Stunde pro Woche spielen dürfen. Eineinhalb Stunden. Nein, danke. Außer du hattest 2 Videos pro Tag. Es wären sogar nur eine Stunde und 10 Minuten gewesen. Vielleicht einfach 2 Videos pro Tag dann raus. Nein, das ist zweimal hochladen, vergiss es. Das Hochladen ist das, was ich am meisten überhaupt nicht mag. Kriege ich daraus die meisten Informationen, weil ich mir meine Videos dann nochmal selber ansehe, aber es ist das, was mir am meisten Stress bereitet. Zwischen Aufnehmen, Spielen, dann Synchronisieren, Schneiden, Rendern und Hochladen dann, ist das Hochladen das, was mir am meisten Stress macht. Okay. Was ich am wenigsten mag. Von all diesen Prozessen. Ja, nee. Und ich habe dann halt einfach nur noch zwei normale Let's Plays gemacht, Bochum und Terranigma mit 10 Minuten Folgen und das war's. Davon habe ich geträumt und monetarisieren konnte ich nicht mehr und was weiß ich nicht alles. Ich habe sogar geträumt, dass Gronkh sich über mich lustig gemacht hat. War nicht schön, da Gronkh ja mein Vorbild ist. Und der eigentliche Grund, ich habe meinen Kanal nur wegen Gronkh angefangen. Und das war echt nicht schön. Und das alles nur wegen seinem Scheiß. Und dann bin ich aufgewacht und ich habe mir tatsächlich überlegt, ich war so wütend, als ich aufgewacht bin, dass ich überlegt habe, das 1000 Abonnenten-Special ausfallen zu lassen. Oha. Dass es kein 1000 Abo-Special gibt. So wütend war ich. Ich habe mir dann gestern überlegt,
Eigentlich ist es eine Strafe für mich selbst, weil ich möchte es ja. Also keine Sorge, Leute, es wird ein 1000 Abo Special kommen. Es war nur ein Gedanke, den ich in der Wut hatte. Ich habe dann allerdings überlegt, dass ich etwas anderes mache, als das, was ich sonst geplant hatte. Mir ist bisher noch nichts eingefallen, außer so ein Schmarrn, das ist wieder eine Strafe für mich selbst. Ich will das ja unbedingt machen. Was auch noch lustig wäre, dann kriegen bald alle eine irgendeine Auszeichnung dafür, dass sie schon 5 Jahre YouTube-Partner sind. Und du bist dann wieder YouTube-Partner, aber bist dann erst seit ein paar Tagen YouTube-Partner wieder. Das wäre auch fies. Ja. Wäre es. Und wie gesagt, ich werde also das machen, was ich ursprünglich geplant hatte. Werde ich machen. Ich hätte mir ein paar Sachen in Gedanken voller Wut hatte ich mir überlegt. Und tatsächlich ist ein Gedanke, der ist immer noch da. Der ist ein bisschen ungerecht euch gegenüber, aber ich habe mir tatsächlich überlegt, um meiner Wut und meiner Enttäuschung Ausdruck zu verleihen, wird das 1000 Abo Special vermutlich, wenn ich das tatsächlich durchziehe, verspätet kommen. Denn wenn ich dann zuallererst merke, dass ich 1000 Abos habe, was wahrscheinlich eher sowieso erst einen Tag später passieren wird, oder zwei, oder je nachdem, wann ich das merke, werde ich das Abonnenten-Special nicht vorbereitet haben. Ich werde es auch nicht anfangen, sondern ich werde erstmal meine YouTube-Schalterschaft beantragen, warten, bis ich die habe, werde dann alles wieder so einstellen, wie es vorher war, sprich jedes Video monetarisieren. Ich werde nicht einfach alle Videos monetarisieren, sondern ich werde nur die Videos monetarisieren, für die ich eine Erlaubnis habe. Bei 6000 Videos kann das schon mal 1 oder 2 Wochen dauern. Und dann, wenn ich damit fertig bin, alles wieder so wie vorher war, dann werde ich damit anfangen, das 1000-Folgen-Special vorzubereiten. Und erst wenn die Vorbereitung abgelaufen ist, dann wird es kommen. Also kann es durchaus sein, dass das 1000-Abo-Special erst kommt, wenn ich vielleicht sogar schon 1300 Abonnenten habe. Und mit diesen Gedanken spiele ich immer noch. Je nachdem, wie schnell meine Wut abklingt, werde ich es tatsächlich durchziehen oder nicht. Und meine Enttäuschung. Jetzt werden natürlich ich die 1000 laut Social Blade kriege ich die 1000 Abonnenten im Oktober. Mal schauen. Bis dahin weiß ich nicht, ob meine Wut abgeklingt ist. Wenn es noch 1-2 Jahre dauert, bis dahin wird sie vermutlich doch abgeklingt sein. Dann werde ich es nicht durchziehen, dann wird es pünktlich kommen. Aber mal schauen. Ist es blöd? Gebe ich auch zu, weiß ich sogar. Aber ich möchte doch irgendwie meiner Wut und Enttäuschung Ausdruck verleihen. Ich habe sogar überlegt, ob ich einfach eine Woche oder einen Tag kein einziges Video hochlade. Dass eine Woche lang kein einziges Video mehr kommt. Aber das möchte ich nicht. Denn dann kann ich nicht mehr sagen, dass seit 5 Jahren kein einziger Tag war, an dem kein Video kam. Dass seit 5 Jahren an jedem Tag mindestens ein Video rauskam. Das ist etwas, auf das ich stolz bin und das ich auch beibehalten möchte. Naja. Wie gesagt, das ist ein Gedanke, mit dem ich immer noch spiele. Und ich bin nicht wirklich stolz drauf, weil es schon ein bisschen egoistisch und bösartig ist. Finde ich persönlich auch. Aber mal sehen, ob ich es tatsächlich mache. Könnt ihr mir gerne eure Meinung dazu schreiben? Darf auch gerne negativ sein. Gerne auch heftige Kritik. Aber bitte keine Beleidigungen, ja? Beleidigungen werden sofort gelöscht. Und wenn sie zu heftig sind, gibt es auch einen Bann. Ja. Also gebt euch Mühe, damit ihr auch einen Bann bekommt. Von Winder. Nein, natürlich nicht. Der Tyron ist gerade auf meinem YouTube-Kanal und schreibt auf die Kanalseite. Du, was weiß ich. Du Spast, du. Keine Ahnung. Du hast gesagt, zu fies. Also, ich glaube, wenn ich da jetzt draufschreibe, du Spast, dann wird das nur gelöscht. Nein. Ja, wird es vermutlich, aber ich kenne keine heftigen Ausdrücke leider. Und du möchtest sie natürlich in deinen Videos auch nicht sagen. Ich hätte jetzt tatsächlich einen
Beispiel, ein heftiges Beispiel genannt. Und tatsächlich das heftigste Beispiel, das mir spontan eingefallen ist, was passt? Ist es traurig? Nein, das oder ist nicht traurig. Das ist traurig, dass jedem anderen wahrscheinlich heftigere Sachen einfallen. Ja, das auch, aber... Das ist traurig, dass nicht alle so sind wie du. Wenn alle so wären wie ich... Dann wäre es langweilig, dann gäbe es zu viele YouTuber. Nein, es ist nicht lustig, so zu sein wie ich, glaubt mir das. Es ist nicht lustig und anstrengend und stressig. Seid nicht so wie ich. Naja, aber jetzt habe ich sogar fast 4 Stunden Minecraft aufgenommen. Ich glaube, es wird auch langsam Zeit, die Aufnahme zu beenden. Was sagst du, Taran? Ja. Ja. Also wir haben ja alles erledigt, was wir erledigen wollten. Ja, wir hatten jetzt 3 Stunden, 2,5 Stunden. Wo waren es 3 Stunden? Ich glaube, es waren sogar 3 Stunden. 3 Stunden, viel Spaß. Und dann habe ich noch jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde meinen Kummerausdruck verliehen. Nein, mein Kummer ausgeschüttet. Ausdruck verliehen habe ich nicht. Ich habe nur drüber geredet. Der Ausdruck kommt vielleicht noch. In Form eines verspäteten Abo-Specials. Vielleicht. Mal sehen. Na gut, also... Vielleicht oder vielleicht auch nicht, je nachdem, ob ihr mich jetzt hasst. Bis morgen. Ciao, Leute. Ciao.